Es ist 8:30, komme aus der Tiefgarage raus, hier rein zu Kisa, mache meine Übung. 45 Minuten dauert es und dann kann ich meinen Termin um 10 Uhr noch schaffen. So, Herr Meissner, heute ist die 12. Therapiesitzung und bei der 12. Sitzung wird nochmal ein Krafttest durchgeführt. Also wir vergleichen die Ausgangssituation mit der heutigen. Einatmen und dann selbstständig anfangen und richtig gegen die Lehne drücken. Döller, döller, feste, feste, richtig, döller, 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 noch ein Stück. Sehr gut, hervorragend. Und wieder nachlassen. So, Herr Meissner, hier haben wir nochmal beide Kraftkurven und zwar die Ausgangssituation und die heutige. Der erste Test war über einen Weg von 12 bis 45 Grad und heute sind wir sogar schon bei 57 Grad. Das heißt, Sie haben deutlich an Beweglichkeit dazu gewonnen. Weiterhin sehen Sie, dass Sie auch deutlich kräftiger geworden sind. Nur im Bereich der Streckung sind noch Defizite. Voran. Der Abstand hier zwischen. Genau, richtig. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Und dann mit dem Oberkörper so gut wie es geht nach hinten neigen. Ja, der ist auch besser. Im Vergleich zur Voruntersuchung. Beweglichkeit haben wir gesehen, ist in der Untersuchung nach vorne, nach hinten auch schon gut mit besser geworden. Sie hatten gesagt, im Alltag geht es auch schon besser. Aber da wir da noch gut Steigerungspotenzial mit haben, ist es sehr empfehlenswert, eben noch weitere 6 zu machen, damit man eben optimal Kraft, Stütze, Stabilität, Muskulatur aufbaut. An der Therapiemaschine trainieren wir die tiefenliegende Muskulatur der Wirbelsäule, insbesondere der Lendenwirbelsäule. Und wichtig ist es, dass man ein Ergänzungsprogramm dazu durchführt und man beispielsweise auch die gerade Bauchmuskulatur trainiert an der F2. Das ist wichtig, um die Rumpfmuskulatur in der Gesamtheit zu stabilisieren. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter, ich bin ja schon über 60, dass ich noch solche Fortschritte machen kann und zwar in so kurzer Zeit. Es sind ja immerhin erst 2 Monate vergangen. Ne? Aber es fällt mir alles viel leichter inzwischen. Die Atmosphäre gefällt mir gut, weil nicht jeder auf den anderen achtet. Man kann das machen, das Ding durchziehen, wie man es für richtig hält. Und man sieht da nicht die Blicke von dem Nachbargerät. Also jeder macht das, was er für richtig hält.